gestern in meinem Bett. Habe mich wohl mit dem Virus angesteckt. Fieber und Müdigkeit, Halsschmerzen und Husten. Suche nach den Krankheitsanzeichen bei Google. Jeder Treffer bestätigt, dass es mich getroffen hat. Ja, ich leide offenbar am Coronavirus, das momentan unaufhaltsam die Runde macht. In China, Japan, Südkorea und jetzt in meinem Wohnzimmer. Neue Todesfälle in Italien und im Iran. Dauert nicht mehr lang, dann lieg ich auch in einem Sarg. Hofft die Moikal reichen bis zum Todestag. Doch könnte auch sein, dass ich bloß ne Erkältung hab. Hypochonder, Hypochonder, überall lauern Ungeheuer und Monster. Hypochonder, Hypochonder, überall lauern Ungeheuer und Monster. Hypochonder, Hypochonder, Paranoia. Hypochonder, Hypochonder, Angst, Angst, Angst. Hypochonder, Hypochonder, Paranoia. Hypochonder, Hypochonder, Angst, Angst, Angst. Okay, hab ein bisschen überreagiert. Hypochonder. Gar nicht mit dem Virus infiziert. Das war eine falsche Einschätzung der Lage. Doch macht keinen Unterschied, denn ich bin Asiate. Kleine Nase, schmale Augen, schwarzes Haar. Das heißt neuerdings, ich bin eine Gefahr. Das heißt angsterfüllte Blicke in der Bahn. Das heißt, sie schützen ihren Mund mit einem Schal. Das heißt, will ich keinen Stress im Supermarkt, leg ich die Ware besser nicht zurück in das Regal. Das heißt, werde ich von der Kassiererin gefragt, ob ich Chinese bin, dann lüge ich und sage ja. Hypochonder, Hypochonder, überall lauern Ungeheuer und Monster. Hypochonder, Hypochonder, überall lauern Ungeheuer und Monster. Hypochonder, Hypochonder, Paranoia. Hypochonder, Hypochonder, Angst, Angst, Angst. Hypochonder, Hypochonder, Paranoia. Hypochonder, Hypochonder, Angst, Angst, Angst. Mehr bestätigte Corona-Infizierte in Deutschland. Über 1000 Menschen sind in Quarantäne. Wie umgehen mit dem neuen Virus? Wie groß ist die Gefahr? Paar Monate später muss ich einsehen, dass ich die Situation letztendlich doch unterschätzt hab. Erst traf es unsere Großeltern, dann unsere Eltern. Sie brachen zusammen wie das Gesundheitssystem und die Wirtschaft. Die Illusion einer zivilisierten, modernen Gesellschaft hält nur so lang, jeder Bürger die Regeln befolgt und auch mitmacht. Doch in Zeiten, in denen dich ein wütender Trupp zu Boden tritt, wenn du hustest im Bus, ist damit Schluss. Jeder kämpft um seine eigene Luft. Die Konservendosen Ravioli werden langsam knapp. Laufe mit Sauerstofftank und Gasmaske durch die Geisterstadt. Ein keuchendes Kind liegt vor der Rewe-Filiale, ich mache einen Bogen. Den zerbrochenen Fenstern nach zu urteilen, gibt es hier eh nicht zu holen. Esse die letzten Rationen, Ketchup und Bohnen. Die Sonne geht unter, willkommen in der Nacht der lebenden Toten. Renne verzweifelt durch dunkle Straßen, Beklemmung und Angst, Panik, Stress und Druck im Magen. Befürchte, ich hab mich verirrt, doch seh dann in der Ferne das Scheinwerferlicht. Steige ins Auto ein, streife die Atemschutzmaske vor meinem Gesicht. Er öffnet die Hose, ich stecke ihn rein und lass es passieren. Hätt nie gedacht, dass ich mal sowas tu für ne Rolle Toilettenpapier.